Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Heute kommt der Leitgedanke 66. Mein Glück und meine Funktion sind eins. Wow, das ist sozusagen der Abschluss von all den Gedanken, die der Kurs uns gegeben hat über unsere Funktion hier auf dieser Welt. Und in den letzten Leitgedanken habe ich ja schon viel dazu geteilt und erzählt über diese Funktion, die Gott uns gab, nämlich wirklich zu versuchen, in seinen Geist, also mit seinen Augen, mit der Schau Christi, auf alle Dinge zu blicken und in jedem Moment, wo wir das nicht schaffen, einfach Vergebung anzuwenden. Und Vergebung heißt ja, einfach offen damit zu sein, dass wir nicht recht haben mit dem, was wir denken, dass wir nicht recht haben mit unserem Urteil und vor allem nicht recht haben, wenn wir entweder uns selbst oder andere Menschen verurteilen. Dass wir uns klar werden, dass unser Geist gespalten ist in einerseits das Ego, und das Ego produziert Illusionen. Und diese Illusionen können wir aber aufheben lassen, um dann den anderen Teil unseres Geistes, der nämlich der von Gott gegebene ist, unser wahrer Geist ist, in dem Gottes Gaben sind, in dem Gottes Sicht ist, in dem Gottes Liebe liegt, die unendliche Liebe, dass wir dort an diesen Teil anzapfen können, indem wir die Illusionen, die unser Ego produziert hat, in Vergebung bringen, um Korrektur bitten, um die Wahrheit, die hinter den Illusionen steckt, sehen zu können, um den Perspektivenwechsel hin zu, wir sind alle eins. Es gibt keine Sünde. Ich habe mit keinem Urteil recht, schaffen zu können. Das ist unsere Funktion und heute wird uns nochmal klar gemacht, was ich schon auch im letzten Leit oder im vorletzten gesagt hatte, wir brauchen nicht zu glauben, dass wir irgendetwas aufgeben müssten, wenn wir uns wirklich darauf besinnen in unserem Leben und da tatsächlich einen kompletten Wertewechsel in uns vollziehen und eine wirkliche Geistesschulung, um uns klar zu werden, dass das unsere eigentliche Funktion ist. Wir denken immer, das Ego denkt, es müsste was aufgeben, aber in Tatsache sagt uns die Lektion heute, mein Glück und meine Funktion sind eins. Und wir werden heute eingeladen, und das ist so schön, einfach uns klar zu werden, Gott möchte nur mein Glück und Gott gibt mir nur Glück. Gott gibt mir nur Glück. Und das Einzige, was uns wirklich glücklich macht, ist, in Liebe zu sein. Das Allereinzige. Das Einzige, was uns glücklich macht, ist, in Liebe zu sein. Diese Liebe kann Ausdruck finden in ganz vielen verschiedenen Formen. Es geht nicht um die Form. Ob das ist, wenn ich singe und Musik mache und Liebe und Glück empfinde. Ob das ist, ein intensiver Blick eines Menschen, den du liebst, den du Liebe schenken möchtest. Ob das ist, die Schönheit Gottes in der Schönheit der Natur zu empfinden. Egal. Das einzige Glück, was es gibt für uns, ist die Liebe. Und alles andere, was von den Ego-Gedanken geschöpft wird mit Urteil, mit Projektion, mit Recht haben wollen, mit sich rechtfertigen, sind alles Fehlschöpfungen, die niemals zum Glück führen. Immer nur zu einem ganz kurzen, von uns erdachten Glück, weil wir vielleicht uns dann größer fühlen oder uns besonders fühlen oder irgendwas. Aber dahinter steckt immer die Angst. Und so möchte ich dich heute zu zwei Sachen einladen. Die erste Einladung ist, genau dieses zu empfinden, dass Gott uns nur Glück gibt. Und dazu kannst du, wenn du jemanden gerade hast, heute an deiner Seite, einen Partner, eine Freundin oder irgendjemand,
mit dem du dich hinsetzen kannst und wirklich mal 10 Minuten am Stück euch in die Augen gucken, das Joining machen, was wir vor ein paar Tagen schon gemacht hatten. Man schaut sich in die Augen und das einzige Ziel, was wir haben bei diesem Blick, ist, im anderen, hinter diesem Körper, die Liebe und das Licht zu sehen. Nur auf das Licht im anderen zu schauen. Und es kann einem anfangs unangenehm sein, weil man in Blicke oft zu viel reininterpretiert, unser Ego interpretiert da Dinge rein. Aber wenn ich mir bewusst bin, der andere schaut nur auf mein Licht gerade, dann strömt da ganz schnell total die göttliche Liebe und man kommt aus einem Grinseflash gar nicht mehr raus. Wenn du gerade niemand an deiner Seite hast, mit dem du das machen kannst, mach's mit dir selbst im Spiegel und schau praktisch du mit den Augen Gottes auf dich, auf dein Spiegelbild. Das ist wunderschön, das habe ich auch schon oft gemacht. Und nimm dir wirklich 10 Minuten Zeit und schau auf dieses Licht und sobald Gedanken kommen von irgendwas, oh, meine Haare sitzen aber komisch, oh, ich müsste mal wieder färben oder da habe ich ja einen Pickel auf der Nase, völlig, lass die vorbeiziehen, gib denen keine Bedeutung. Schau nur auf das Licht, es geht nicht um die Form. Es geht um das, was du wirklich bist, was dahinter steht, hinter der Form. So, und das ist das Erste, damit wir wirklich erfahren, wie groß, wie allumfänglich ist dieses Glück und diese Liebe, die Gott jetzt in dir schon für dich bereitgestellt hat. Das ist ja da, du spürst es dann in dem Moment und du spürst es ja auch im Alltag immer wieder und das ist immer da. Nur wir packen lauter Zeug drauf. Zeug von Illusionen, Zeug von Ängsten, Zeug von Zweifel, von Sorge, von Selbstbildern, tausende Selbstbilder, tausende Bilder, die wir uns von anderen gemacht haben. Alles Quark, alles Illusionen, alles nicht die Wahrheit. Genau. Und die Vergebung schafft es eben, dass wir das Zeug wegpacken, um wirklich an diese Quelle von Liebe und Licht zu kommen. Gott gibt mir nur Glück. Und wenn du das gemacht hast, die Übung, und dieses Glück wirklich empfinden konntest in dem Blick, in diesem Joining, dann wäre der nächste Schritt, den du heute gehen könntest, wenn du dich mit dem Thema befassen möchtest, mal eine Liste zu machen. Auf die eine Hälfte des Blattes mal aufschreiben, was für Funktionen siehst du in diesem Leben? Wo denkst du, welche Funktionen hast du? Man hat ja immer unterschiedliche Funktionen, manche im privaten Bereich, ja, zum Beispiel als Mutter, als Schwester, als Tochter, als Ehefrau. Dann im beruflichen Bereich hat man Funktionen, dann in den Freundschaftsstrukturen hat man vielleicht Funktionen. So, schreib dir mal alle auf, welche Funktionen du hast. Und dann auf die rechte Seite kommt als Überschrift Glück. Was gibt dir Glück? Was macht dich glücklich? Und schreib mal alles auf. Ja? Ein guter Schweinsbraten macht mich glücklich. Wenn meine Kinder nicht streiten, macht mich glücklich. Eine Wanderung in der Natur macht mich glücklich. Alles, auch wenn du denkst, ach, das ist ja jetzt peinlich, ja? Schokolade essen, ja? Ja, Schokolade essen macht mich glücklich, ist so. Aufschreiben, Klavierspielen macht mich glücklich. Was auch immer, mit meiner besten Freundin telefonieren, ja? Geliebt sein, mich gesehen fühlen von meinem Partner macht mich glücklich. Ja, guter Sex macht mich glücklich. Was auch immer, schreib alles auf, was dir einfällt. Ohne Wertung. So, und der nächste Schritt ist zu gucken, okay, was für ein Glück ist es denn, was da dahinter steht? Und ich nehme mal das Beispiel, wo jeder sofort einstimmen würde und sagen würde, ja klar, macht mich das glücklich, wenn ich von meinem Partner geliebt werde und gesehen werde, so wie ich bin. Macht mich glücklich. So, aber hinter diesem Glück, wenn wir ehrlich sind, steht immer eine Angst. Und das ist das, was der Kurs in der Lektion von heute uns zeigen möchte. Wir müssen ehrlich sein. Wir müssen wirklich ehrlich sein und erkennen, hinter allen Dingen, von denen wir denken, sie würden uns in diesem Leben hier Glück bringen, die auf dieser menschlich
materiellen Formebene sind, solange wir in dieser Form sind, nämlich dass die Liebe des Partners mich glücklich macht, dahinter steckt immer Angst. Das heißt, es ist kein wahres Glück, es ist immer ein vergängliches Glück. Denn es könnte ja mal sein, dass der Partner mich nicht mehr liebt. Es könnte ja sein, dass der Partner irgendwann nicht mehr da ist. Oder es könnte sein, dass ich die Liebe gar nicht mehr annehmen kann, weil ich irgendeine Verletzung in mir habe, in meiner Seele. Das heißt, wenn wir ehrlich hingucken, sehen wir, hinter den meisten Dingen, die da auf meiner Liste stehen, die mir Glück bringen, steht eine Angst. Schokolade macht mich glücklich und gleichzeitig kommt die Angst, oh je, ist ungesund, ich könnte mir was Schlechtes tun. Oder, oh je, das sind so viele Kalorien, dann werde ich dick. Und hinter dick sein steckt die Angst, dann könnte ich anderen nicht mehr gefallen, dann könnte ich nicht mehr besonders genug sein. Und dahinter steht die Angst, dann könnte ich nicht mehr geliebt sein. Ja? Das heißt, jedes Ding, was wir hier auflisten, hat ganz, ganz viele Ebenen, tiefere Ebenen, die eigentlich mit Angst verbunden sind. Und dann schau mal auf deine Liste, ob es Bereiche gibt, wo gar keine Angst dahinter steht. Wo wir kapieren, wow, kein Mensch, keine Aktivität, kein Gegenstand kann uns dieses Glück und diese bedingungslose Liebe geben, die Gott uns geben kann. Und deswegen ist es ja so einfach, wir müssen gar nichts mehr suchen und gar nichts mehr erreichen, weil wir haben es in uns drin. Du hast in dir drin die Quelle des absoluten Glücks. Du brauchst nicht die Liebe von anderen Menschen von außen. Du brauchst nicht die Anerkennung und das Gesehenwerden in dem, wer du bist, wie du bist, von anderen Menschen im Außen. Denn die einzige Quelle, die dich wirklich erfüllen kann, und zwar immer erfüllen kann, ist, wenn diese Quelle in dir liegt, weil Gott in dir liegt. Dann kannst du nie enttäuscht werden. Weil Gott enttäuscht dich nie. Gott gibt dir unendlich bedingungslos Liebe und Glück. Er will nur dein Glück, sonst nichts. Und weil wir so auf diese menschlichen Strukturen fixiert sind, wo wir immer Angst haben, dass das wegbrechen könnte, deswegen haben wir in uns drin den Trennungsgedanken, von dem ich auch schon öfters gesprochen habe, dass wir es gar nicht schaffen, diese Liebe und dieses Glück und dieses Gefühl, was uns ja völlig überwältigen würde und mich auch in vielen Aufstellungen und im heiligen Augenblick und sowas von überwältigt hat, dieses Glück, dieses Licht, was einen dadurch flutet, wo man denkt, das ist ekstatisch, wirklich absolut ekstatisch, das können wir gar nicht annehmen. Weil wir in den menschlichen Strukturen immer denken, nee, es könnte ja wegfallen. Und dann denken, ja, aber vielleicht ist der Gott ja gar nicht so gut. Vielleicht, wenn ich nämlich nicht gut genug verhalte oder meine Dinge, die ich mir vorgenommen habe, nicht erfülle, vielleicht kriege ich dann ja doch eine Strafe. Und das ist die Krux, ja, extra Krux hier genannt, die wir in unserem Leben mit uns tragen, der Trennungsgedanke. Und der Kurs spricht die ganze Zeit von diesem Trennungsgedanken, den wir einfach aufheben müssen. Und das ist der Weg praktisch, den ich jetzt auch seit Jahren gehe mit dem Kurs, dass ich immer mehr kapieren möchte, dass der Trennungsgedanke falsch ist, dass es eine Illusion ist, dass ich kein Ego bin, sondern wirklich eins mit Gott. Dass du nicht die so und so bist, mit dem und dem Namen, mit der und dem Beruf, mit der und der Funktion, sondern Kind Gottes. Und wenn wir schaffen, diesen Trennungsgedanken echt aufzuheben, dann sind wir im absoluten Glück. Dann gibt es nichts mehr anderes. Und heute dürfen wir uns dessen bewusst werden. Meine Funktion und mein Glück sind eins. Und der Kurs gibt so schöne Schritte, auch wieder Hilfsmittel. Wir sollen uns wirklich 10 bis 15 Minuten intensiv damit beschäftigen. Also wenn du die Liste gemacht hast und dir ehrlich angeschaut hast, welche Ängste hinter diesem vermeintlichen Glück stehen
und davor die wahre Liebe, das wahre Glück in dem Joining erfahren durftest für einen Augenblick, dann wirklich tiefer zu gehen und dir zeigen zu lassen, was bedeutet diese Funktion, die Gott mir gab für mich. Und wir haben die drei Stufen, dass du erst dir sagst, Gott gibt mir nur Glück. Er hat mir meine Funktion gegeben und deshalb muss meine Funktion Glück sein. Mein Glück und meine Funktion sind eins, weil Gott mir beide gegeben hat. Und nimm dir die Zeit, sei dir bewusst, diese Zeiten, die wir uns täglich oder jetzt ja sogar nur alle 2 Tage oder vielleicht machst du auch eine Lektion 2-mal, das wäre wunderbar, die du dir nimmst. Auch wenn du jetzt denkst, ach, die Elke redet immer zu lange, also mir würden ja 5 Minuten reichen. Hey, stopp, diese Zeit ist die wertvollste Zeit am Tag. Alles abwaschen und Wäsche waschen und sonst was, was du noch zu tun hast, ist kein Glück. Aber in die Verbindung mit Gott gehen, ist das Glück, was dich nährt. Deswegen nimm dir die Zeit für die Übungen. Disziplinier dich selbst in dem. Mach die Übung wirklich lange, geh in dich rein. Lass dir zeigen, was ist denn meine wahre Funktion? Was ist denn das wahre Glück? Wie fühlt sich das an? Wo sind denn meine Ängste von Trennungsgedanken da noch drunter? Du hast sicherlich bemerkt, dass bei den letzten Lektionen durchweg ein Zusammenhang zwischen dem Erfüllen deiner Funktion und dem Erreichen von Glück betont worden ist. Das geschah, weil du den Zusammenhang nicht wirklich siehst. Es besteht aber mehr als nur ein Zusammenhang zwischen ihnen, denn sie sind das Gleiche. Sie haben verschiedene Formen, ihr Inhalt aber ist völlig eins. Das Ego führt einen ständigen Kampf mit dem Heiligen Geist um die grundlegende Frage, was deine Funktion ist. Ebenso führt es einen ständigen Kampf mit dem Heiligen Geist darüber, was dein Glück ist. Es ist aber kein beidseitiger Kampf. Das Ego greift an und der Heilige Geist reagiert nicht darauf. Er erkennt, was deine Funktion ist. Er erkennt, dass sie dein Glück ist. Und heute wollen wir versuchen, über diesen ganz bedeutungslosen Kampf hinauszugehen und zur Wahrheit über deine Funktion zu gelangen. Wir wollen uns nicht auf sinnlose Auseinandersetzungen darüber einlassen, was meine Funktion ist. Wir wollen uns nicht hoffnungslos darin verstricken, das Glück irgendwie zu definieren und die Mittel zu bestimmen, wie wir dieses Glück erreichen könnten. Wir wollen heute nicht dem Ego nachgeben, indem wir seinen Angriffen auf die Wahrheit Gehör schenken. Wir wollen einfach froh sein, dass wir herausfinden können, was die Wahrheit ist. Dann wünsche ich dir heute damit ganz viel Freude in dem Joining, das Glück Gottes zu erfahren, in der Liste, die du dir schreiben könntest, über Funktionen, über Glück, zu verstehen, dass eben diese weltlichen Funktionen und dieses weltliche Glück mit Illusionen und mit Ängsten verbunden sind. Die Funktionen mit Illusionen über mein Selbstbild, was ich aber in Wirklichkeit gar nicht bin. Und das Glück eben mit Ängsten. Und sieh heute die Logik der Abfolge, dass Gott dir nur Glück gibt und dass Gott dir deine Funktion gegeben hat und dass deshalb logischerweise deine Funktion Glück ist. Und dass das Glück und deine Funktion eins sind. Segen für diese Geistesschulung heute, Segen für deine Ehrlichkeit, genau hinzugucken, welche Illusionen, welche Konzepte, welche Urteile in dir sind. Und Segen für die wunderbaren, wertvollen Momente, in denen du das wahre Glück heute empfinden darfst.
Hab einen gesegneten Sonntag. Amen.